Was geht ab, Friends? Happy New Year, Happy 2023. Herzlich willkommen zu einer meiner ersten Tutorials dieses Jahr. Wir starten mit dem Players-Trend, der gerade auf TikTok ganz viral geht. Ich dachte, wir haben auf YouTube ein bisschen mehr Zeit als eine Minute auf TikTok, um das Ganze so ein bisschen ausführlicher zu erklären. Bisschen die Footworks zu zeigen, bisschen die Arme zu zeigen, wie man das Ganze auch schöner machen kann aus der Sicht eines Tanzlehrers. Und ich würde sagen, wir starten direkt. Kurz zum Ablauf, wir machen das Ganze erstmal ein bisschen langsam erklärt, dann zähle ich das Ganze natürlich auch nochmal durch. Wir legen den Fokus auf die Arme, Fokus auf die Beine, dann kombinieren wir den ganzen Spaß und selbstverständlich tanzen wir das auch gemeinsam noch auf Musik. Auf geht's, viel Spaß! So, Freunde des Tanzsports, wir starten easy peasy mit den Beinen. Ganz kurz, das Ganze ist gespiegelt, wenn ich also rechtes Bein sage, könnt ihr auch mit dem rechten Bein rausgehen, ja? So, wir starten wie gesagt mit dem rechten Bein, links bleibt erstmal stehen, ich gehe raus. Setze so ein bisschen weiter zurück und dann schließe ich wieder ran. Ja, noch einmal. 5, 6, 7 und 1, 2, 3, 4. Meine Arme haben Fäuste und ich schlage die runter, wenn ich mit den Füßen nach vorne gehe. 1, 2, wenn ich jetzt ranschließe, gehe ich mit meinen Armen einmal rum. Ja, das heißt, ich mache eigentlich oben so ein Kreis. Automatisch geht mein Oberkörper dabei mit, ja? Je größer ich das mache, umso mehr geht mein Oberkörper auch rum. Okay? Gleich noch einmal. 5, 6, 7 und 1, 2, 3, 4. Wundervoll. Von hier springe ich einmal nach rechts, einmal nach links raus und meine Arme pushen mit. Ihr könnt entweder hier auf X springen, zweimal, könnt auch einen auf Seitenspringen machen. Bei TikTok ist ja eigentlich eh immer relativ frei, wie man das Ganze dann umsetzen möchte. Ja? Einmal nach rechts, einmal nach links. Auf geht's. 7. Und Sprung, Sprung. Die Beine bleiben zusammen. Jetzt gehe ich mit meinem Oberkörper nach vorne. Die eine Hand ist offen, die andere macht auf Bite so eine Art, ich esse jetzt meine Spaghetti. Ja? Das heißt, ich bin gesprungen, gesprungen, vor und clap. Ja? Wenn ihr weiter nach vorne geht, also wenn ihr nicht nur so macht, sondern hierhin geht, habt ihr so ein bisschen flowiger. Alles klar? Spring, spring, vor, clap. 5, 6, 7 und jump, jump, bite, hack. Wundervoll, von vorne. 5, 6, 7 und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Perfekt. Wir gehen weiter. Meine Hände sind jetzt hier offen. Ziehen zur Seite rein. Ihr könnt entweder eure Beine stehen lassen und mit dem Oberkörper trotzdem so ein bisschen mitgehen, beziehungsweise eure Beine mitbouncen lassen. Ihr könnt aber auch auf der Stelle einfach die Beine nochmal aufsetzen. Ja? Das heißt, ich gehe rein, rein, rein. Manche klatschen noch dazwischen, ich mache es nicht, weil ich mag diese Vibe-Claps nicht jedes Mal dazwischen. Okay? Jetzt gehen wir noch ein Stückchen nach vorne, weil ich gehe jetzt mit dem linken Bein nach hinten und das rechte slide ich hinterher. Ich mache also das hier. Ja? Von der Seite sieht das so aus. Links geht raus, rechts slidet auf Zehenspitze hinterher. Ja? Mein Arm macht wieder eine kreisende Bewegung, so ein bisschen wie hier am Anfang, nur dass ich eine habe, also eine Hand und die kreisende Bewegung ein bisschen kleiner ist. Ja? Dabei nehme ich meinen Oberkörper auch mit. Ich erkläre das Ganze gleich noch einmal. Ja? Das heißt, es sieht von der Seite her so aus. Hap, hap, hap. Und das Ganze machen wir nur nach hinten gesetzt. Ja? Das heißt, linkes Bein raus, rechts slidet hinterher. Hap, hap, hap. Und ihr merkt, euer Bein macht so kleine kreisende Bewegungen, wenn ihr euren Oberkörper mitnehmt. Ja? Wumm, wumm, wumm. Jetzt schließe ich ran und gehe runter auf. Hold up, meine ich, ist das. Ja? Diese Wellenbewegung passiert eigentlich nichts anderes. Was ist das für ein Satzbau? Egal, wir lassen das. Als dass ich halt von oben nach unten mich runterarbeite. Ja? Das heißt, ich gehe mit der Brust und setze mich dann hin. Ich habe nicht so die perfekten Sachen dafür an, dann sieht wieder nichts. Also ich mache quasi das hier. Ja? Nur klein und schnell. Ja? Wenn ihr den Arm mitnehmt und das Bein sich bewegt, kommt der Oberkörper eigentlich automatisch mit. Übung macht den Meister, wir kennen das alle. Ja? Das heißt, ich bin hier, 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 down. Wichtig, macht den Rücken nicht so katzenbuckelmäßig, ihr müsst jetzt aber auch nicht super gerade sein, ja? Das heißt, macht das so, dass es schön aussieht, ihr könnt euch im Spiegel kontrollieren, in der Handykamera, wie auch immer. Die rechte Hand ist vorne,
Die linke ist hinten, ja? Das heißt, ich bin hier so zwischen mit meinem Oberkörper. Jetzt pushe ich mich viermal nach oben, ja? Wichtig, nicht nach unten, sondern nach oben. 2, 3, 4. Ihr merkt, ich nehme nicht nur den Oberkörper mit, sondern meine Beine sind so ein bisschen angewinkelt und damit kann ich mich jetzt nach oben pushen, ja? Das war's auch schon. Meistens mache ich dann einfach hier so ein bisschen Popo-Wackeln am Ende und bewege hier meine Arme mit, so wie sie gerade waren in der Bewegung. Das Ende ist aber eigentlich immer frei. Einmal langsam von vorne, auf geht's. 5, 6, 7 und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, klatschen, wenn ihr wollt, 5, 6, 7, hold up, 1, 2, 3, 4 und frei, frei, macht, was ihr wollt. Wundervoll, das Ganze ein bisschen schneller, dann tanzen wir es auf Musik und dann haben wir es schon geschafft. Nice, 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 auf geht's, 5, 6, 7 und Schlag, Schlag, rück und Sprung, Sprung, weit, clap, 1, 2, 3 und back, 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 down, 1, 2, 3, 4 und hey, 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 hey. Nice one, wir tanzen auf Musik, ganz viel Spaß, Leute. Like me, got another shorty shit and I like me. Everybody touch another body, I don't know about them, wanna fight. Ja, das war's auch schon, Leute. Ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen. Wie gesagt, die TikTok-Tutorials sind ja immer sehr, sehr kurz gehalten. Gerade weil auf TikTok ja lange Videos auch nicht so gut ankommen. Dann guckt man, dass man es so kurz wie möglich hält, dass die Klicks auch gut ankommen. Ihr wisst, wie das Game läuft. Deshalb dachte ich auf YouTube, das mal so ein bisschen ausführlicher zu machen. Wir haben jetzt 5 oder 6 Minuten verbraucht. Ist vielleicht gar nicht mal so verkehrt. Ich kann nicht reden, was ist das denn? Ist gar nicht so verkehrt, gerade für die Leute, die auch anfangen zu tanzen erst, dass man wirklich auch mal so die Arme versteht, die Beine versteht, die Grundlagen dahinter. Ja, den ganzen Spaß werde ich jetzt regelmäßig machen. Ihr könnt mir sehr, sehr gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr irgendwelche Choreos nochmal langsam erklärt haben wollt, irgendwelche TikTok-Tänze. Und dann werde ich das Ganze berücksichtigen. Ich würde mich riesig, riesig freuen, wenn ihr mich abonniert, wenn ihr einen Daumen da lasst, mich auf den anderen Plattformen auch verfolgt. Werdet ihr wahrscheinlich eh, weil auf YouTube bin ich ja noch gar nicht so lange am Schlüssel. Und ja, Mann. Peace out, friends.